Okay. Jetzt bin ich mir aber gewollt, den Mist doch mal zu packen. Also, das regt mich schon ein bisschen auf, dass ich die ganze Zeit hier verkack. Verkack. Ja, vor allem, ich glaube mal, das ist erstmal der letzte Part, den ich am Stück aufnehme. Ich finde es super, dass plötzlich, jetzt wo die Schule wieder anfängt, jetzt wo ich kalt draußen war, leicht bekleidet, plötzlich die Erkältung weg ist. Man gewöhnt sich dran, Leute, man gewöhnt sich. Zumal das Wetter schon mal kälter war. Hier in Nordrhein-Westfalen, wo ich lebe in Nordrhein-Westfalen. Oh, komm schon. Hätte mich aber so aufgeregt, wenn ich schon wieder gescheitert wäre. Das ist doch gut. Es sind grad, ist gerade mal eine Minute rum und da kann man noch einiges machen. Vielleicht schaffe ich sogar bis zum Endgegner. Vielleicht schaffe ich sogar den Endgegner. Das waren die Sonne und der Mond. Oh mein Gott, drei Türen. Wo soll ich hingehen? Ich gehe die Wassertür. Das Schlimmste zuerst. Ah, toll. Ups, besiegt. So kann man es auch machen. Ja. Yeah. Und jetzt, oh, warum nehme ich ausgerechnet den Fisch? Der Fisch war doch jetzt nicht so toll. Doch nicht so dolle, so gelle. Wobei, ne, der Vogel wäre am besten gewesen. Also, was lernen wir daraus? Ja. Wir lernen daraus, dass wir jetzt nichts mehr nehmen können. Das ist auch besser so. Ich wollte jetzt irgend so eine coole Bauernregel wollte mir einfallen, aber nein. So cool bin ich nun mal auch nicht. Yay. Ja, okay, momentan ist es echt nur dasselbe. Ich mag ja. Oh, das war ein Rülpser. Das auch. Na, sorry, ich habe in mich hineingerülpst. Nur leider hört man das auch. Also nicht raus, sondern rein, ihr wisst schon. Gott, ich glaube, ich schneide das raus. Das will auch keiner hören. Oh mein Gott, das ist nämlich unhöflich. Jedenfalls, wo war ich denn stehen geblieben? Verdammt. Könnte ich doch nur meine eigene Aufnahme angucken? Ach, ist auch egal. Ja, doch, ich mag es nicht, wenn irgendwie immer dieselbe Themenart. Ich weiß, ich komme in ein Berglevel. Jetzt ist jedes Level ein Berglevel. Hier sind jetzt noch einige tolle Sachen wie das hier. Aber. Ja, so ein Super Mario World Prinzip war schon besser so. Auf einmal Höhlenlevel, dann hier, dann auf einmal so ein luftiges. Oh, Super Mario World. Würde ich das Spiel zum ersten Mal spielen, wäre es bestimmt genial. Aber ich habe schon so oft gespielt, dass mir zum Hals raushängt. Habe ich auch schon öfters als einmal erwähnt. Ja, pff, egal. Ich glaube, das war's schon mit dem Level, oder? Yippie. Komisch, dass ich jetzt so hoch fliege. Irgendwie wirkt das für mich nicht so, als hätte die wirklich gut gewesen. So, ich mache mir nur Sorgen, wenn es jetzt um die Sternschnuppenjagd geht. Also. Oh. Ich habe jetzt so gehofft, dass eine geheime Tür wo eine Sternschnuppe ist. Gott, hör auf zu laggen. Das passiert irgendwie in gewissen Abständen immer. Keine Ahnung wieso. Das ist bestimmt irgendwas mit Trojaner zu tun. Ich schieb alles auf die Trojaner. Die Trojaner waren es, Mann. Jupp. Ja, vorhin war auch. Ich glaube, das Geniale war, gerade als der Part zu Ende war, kam mein kleiner Bruder rein und das war irgendwie gerade voll genial. Wäre früher reingekommen, wäre schlecht. Ja, dieses Stachelding. Oh! Jetzt schleue ich die eine Stacheln auf ihn, aber sie wachsen wie von Geistern wieder nach. Was für eine Fähigkeit soll er wohl haben? Stacheln? Okay, der ist einfach, der ist richtig einfach. Ich meine, gibt es ja mehr Minigegner, als ich dachte. Mir fällt nur auf, was für Bildungslücken die kleinen Kinder manchmal zuteil haben. Ich meine, die wissen ganz einfache Sachen wie, was ist SpongeBob? Was ist Dora? Oder was ist. Okay, hat letztens noch Star Wars kennengelernt, ist so ein Star Wars-Kind-Freak geworden. Also ganz typische Sachen, die ich von früher kenne. Kennt der gar nicht. Der weiß nicht, was. Okay, was gab's denn von früher, was ich so richtig schön fand? Was ich jedes Mal geguckt habe für eine Kacke. Ne, ich hab den nach mehreren. Ne, genau, Power Rangers. Power Rangers hat doch jedes Kind mal geguckt. So, wow, super. Transformer, mega. Der kennt das nicht. Der hat noch nie davon gehört im Leben. Nicht.
Oder auch von bestimmten Spielzeugen. Oder. Ist einfach. Naja. Wobei er war immer so ein Playmobil-Fan und so. Und ich dachte mir, komm, steig auf Lego um, Felix. Dann kann ich mit Lego bauen. Ich meine, ich baue manchmal auch Spaß so am Tisch so rum. Aber ich meine, jetzt nur so am Tisch manchmal ist halt lustig, ne? Komm, wer baut denn nicht manchmal gerne mit Lego? Super Hamster, du warst ein fähiges Schutzschild. Wofür muss man Wick lassen? Nein, ich heiße nicht Wick. Ah, habe ich schon auch wieder so Gedanken. Das ist auch so ein bisschen so ein Stil von so einem, den ich auch meinen Kanal ist da von Queerzack LP, der wiederholt auch gerne welche Zitate. Nein, ihr kriegt mich nicht. Lotti Karotti, ah, ich muss einfach so bestimmte Sachen nochmal aufgabeln. Auch eine gute Empfehlung, schaut ruhig mal Queerzack LP rein, das ist manchmal ganz lustig. Er zockt momentan Medieval und Castlevania und auch manchmal noch Holy Magic Century. Ein meiner Meinung nach eher mieses Rollenspiel. Ich meine, ich habe es gerne gespielt als Kind, aber heute weiß ich natürlich, das ist ein Rollenspiel für. Ja, für welche, die wirklich masochistisch veranlagt sind. Leveln bis zum geht nicht mehr und so. Wobei es hat eine schöne Musik, eine schöne Optik und so. Aber sonst. Uah! Puh, das hat mich jetzt gerade voll erschreckt. Kraken, Stacheln. Mal ehrlich, ich sollte mehr so durch die Levels. Also für mich sind die so selbstverständlich. Wenn die Levels irgendwie sowas, so eine Art wären wie, wow, jeder Abschnitt könnte mich töten. Das ist alles so gefährlich. Über Battletoads, dann will ich richtig fett Ärgernis haben. Wow, die Boomerang-Typen. Wirf! Die werfen noch nicht mal, wenn man es will. Okay, das war natürlich ungünstig, jetzt so in die Putzfrauen reingelandet zu sein. Oh. Hey, Kirby. Kirby bläst sich manchmal auch von selbst einfach so auf. Also das nervt voll. Wenn er sich so aufbläst, obwohl man nach vorne gehen will. Vor allem er spuckt Gegner an, als wenn er die Luft rauslässt und die sterben. Also das wäre so geil, wenn ich das auch könnte. Ja. Ja, stirb, stirb, stirb. Pingu. Schnell. Das habe ich gebraucht. Sorry. Das, so muss ich hin. Mich regt auch auf. Ah! Warum bin ich schon vorher reingegangen? Hätte ich nicht tun sollen. Da oben gab es bestimmt, ihr wisst schon, so ein. Ich weiß es nicht. Bestimmt so ein Sternsplitter. Jetzt fliege ich halt den ganzen Weg runter. Vielleicht gab es auch noch ein Bonusleben, aber hey! Ich wollte wirklich nach oben gehen. Außer sie nach oben gedrückt mit dem Steuerkreuz. Wie selbe war das jetzt eigentlich? Ich habe aufgehört zu zählen. Ich glaube aber leider erst das vierte. Naja, das fünfte. Sauer, kann ich noch den Endgegner machen? Die Sonne und der Mond. Oh ja, ein total kreativer Gegner. Ich glaube aber, die können sich noch nicht wie im NES-Teil vereinen und dann so Teamattacken machen. Im NES-Teil waren die auch viel leichter. Ja, viel leichter. Oh! Ich glaube, ich hole mir eine Fähigkeit, Boomerang oder so. Auf die habe ich ja mal sowas von keinen Bock. Wenn ich so lange warten muss, bis mein Stern kommt. Es ging's eigentlich. Oh, das geht eigentlich. Die Sonne hat schon einiges abbekommen. Oh, die machen doch Teamattacken. Oh Gott. Okay, die haben schon irgendwie drauf. Komm, Sonne, mach irgendwas. Oh Gott. Ich glaube aber irgendwie so. Die Sonne ist leichter zu besiegen. Ich finde die Sterne vom Mond leicht einzufangen. Oh, komm. Oh, Mann. Kirby, du bist so ein lahm Arsch. Oh, Hadouken kann der. Oh, komm, komm her. Bam! Ende mit dir. Jetzt darf ich nur nicht mehr. Ihr wisst schon. Los, rempel mich an. Die Sonne kann trotzdem noch attackieren. No! Ich darf doch die kaputte Sonne berühren, oder? Die ist kaputt, die Sonne. Ich töte Sonne und Mond. Ich mache das Gleichgewicht der Erde kaputt. Oh ja, Kirby ist schon so durchtriebenen. No! Wow! Da! Kirby! Wie doof bist du denn? Ich wollte dich nicht so lenken. Komm, komm, nein! Ich darf sie nicht berühren. Fuck you. Fuck you. Wir sehen uns im nächsten Part.